Hallo, liebe Freunde von Siscon, ich bin der Yannick und ich spiele heute jetzt mal den Part 6. Anter hat sich eine kleine Pause verdient. Sie hat ja auch die ersten 5 Parts gespielt. So, wir sind hier jetzt in der Welt, ich nenne sie mal Stern, weil da ein Stern drauf ist. Und wir gucken jetzt mal, was dahinter steckt. Viel Spaß. Ja, die Ladebildschirme, die hat man ja gerne. Aber das kann man ja nicht wegmachen. So, während der Ladebildschirm da ist, kann ich euch erzählen, dass ihr diesen Kanal abonnieren könnt. Es ist kostenlos. Ihr könnt uns liken bei Facebook, bei YouTube und Kommentare hinterlassen. Und es geht jetzt hier weiter. Viel Spaß. Hoffentlich ich packe das in der Schneelandschaft. So. So, dann wollen wir hier mal. Sei doch nicht so. Lass uns wieder Freunde sein. Sei gegrüßt, seltsames Sekting. Papal-Mashe ist mein Name. Und dieser Ort ist die Ziggurat, meine allerschönste Schöpfung. Einst hatten die Bewohner der Ziggurat unglaublich viele Ideen. Das Fischervolk der Fantasiesphäre. Aber dann kam der Newton und alles hat sich verändert. Auch ich. Wenn ich jetzt meinen Mund öffne, gibt es keine Träume und kein Glitzern mehr. Nur noch jede Menge fusseliger Gehirnmatsch. Jedenfalls ist unsere einzige Hoffnung, dass Togel, der zweite Held von Bankum, zurückkehrt und die Ziggurat wieder an die Spitze der Charts bringt. Und dafür brauchen wir deine Hilfe, seltsamer, schweigsamer Winzling. Die Türen zum Schlafgemach von Toggle sind versiegelt und können nur mit 3 Murmeln geöffnet werden. Die Murmeln sind überall in Ziggurat verteilt. Ich hatte eine clevere Idee, wie man sie schnell wiederbekommt. Aber in meinem Kopf gibt es nur noch Windmühlen und Wühlmäuse. Sei's drum, leider befürchte ich, dass du jetzt einen weiten Weg gehen musst. Eine ist in einem riesigen, brennenden Haus aus Flammen. So heiß, so schwitzig. Eine andere ist in einem Labyrinth verloren gegangen. Die letzte Murmel wird derzeit als Auge für einen mechanischen Drachen verwendet. Nicht die praktischste Idee, aber trotzdem sehr kreativ, oder? Bring alle 3 Murmeln zu dieser Statue und dann wird Togel zu uns zurückgebracht werden. So, wie ihr es vielleicht hier schon gesehen habt, wir sind jetzt in der Welt von Toggle, dem Dicken. Und hier müssen wir natürlich erstmal wieder Murmeln sammeln. Das kann ja nur heiter werden. So, da gehen wir mal hier nach links in die Feuerwelt. Mal kurz das Ding geholt. Bevor du den ersten Checkpunkt erreichst. Außer du schickst den Yeti. Ich bin gegen Yeti allergisch, aber ich stelle euch trotzdem vor, damit ihr den Toggle wiederbelebt. Ja, schön. Und ich bin hier nicht alleine. Antea ist auch an meiner Seite. Ich habe zwar gesagt, sie braucht eine kleine Pause, aber trotzdem ist sie neben mir. Hallo alle zusammen. Und ich versuche jetzt mal, das Level zu schaffen, ohne drauf zu gehen. Der Hochofen ist viel zu heiß für dich. Lass den Yeti das machen. Keine Sorge, auf den Yeti ist Verlass. Er kehrt mit der Murmel zurück. Gesundheit. Los, hol die Murmel, Yeti. Allergien sind so unangenehm. Die Murmel
Murmel ist in der Zuflucht. Du musst sie finden. Mit dem linken Stick sagst du dem Yeti, in welche Richtung er läuft. So, wir sind jetzt hier irgendwie so eine Gestalt und die Sicht ist von oben. Hochgelegene Orte, okay? Jetzt so, mal gucken, ob wir das hier schaffen. Also ich finde das voll cool, so eine Vogelperspektive. Also, ich weiß gar nicht, ob das ein Troll ist oder... Ein Yeti ist das, Mann. Sieht man doch. Wow. Hey, das ist voll chiller. So. Immer alles gut einsammeln, natürlich. Ja, wenn die sich ja im Kreis bewegen, kann ich ja stehen. So. Ja, so ein Springbrett. Hüpf. Hüpf. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich muss da von oben dann, mit mehr Energie ist. Och. Ist ja nicht hoch genug gesprungen. Ist auch schwierig mit der Vogelperspektive. Nee, kommt da nicht hoch. Zum Verzweifeln hier wieder mit dem Yannick. Keine Ahnung. Ja. Superkräfte Mundgeruch. Diese Trampoline, ey, ich hasse die, ey. Alter. Habe ich auch immer in der Schule im Sportunterricht gehasst. Kriege ich schon einen Versprecher wieder, wenn ich daran denke. So komme ich auch nicht rüber. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. So. Sie ja. Könnte mal sehen. Oh, er rutscht auch noch da durch, ey. Ich wollte gerade sagen, pass lieber auf, dass du nicht stirbst. Alter. Springen! Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. So. Ja, hier, Alter. Wo ist Otzok, wenn man ihn braucht? Nein, ich muss hier mit so einem Hobbit arbeiten hier. Pass lieber auf. Hohoho. Hohoho. Aber knapp. Knappes Ding. So, muss ich lang, da muss ich lang. Und da kann ich lang. Ne? Ach ja. Okay, ein Part zu zweit. Den hängen wir euch dann wieder in den Schloss. Wenn euch das übrigens gefallen sollte, mit dem kleinen Teil immer am Ende. Dann schreibt doch einfach in die Kommentare. Aber wenn es so bleiben soll, dann sag nein. Mensch, sammel das ein, Mann. Gleich ein Trio. Oh, ich hab jetzt schon einen. Gleichgewichtsstörung, ja? Ja. Ja, ist klar. Ja, sonst keine Probleme hier. Und das soll ein Spiel ab 6 sein? Wow. Ist ja wie in dieser Fabrik in Star Wars. Natürlich nicht. Ich gehe doch sowieso jetzt. Ja, alles eingeplant, alles eingeplant. Ja, ja. Ich glaube gar nichts. Doch. Ja.
Falls euch das Little Big Planet Let's Play gefällt, wir haben noch andere Let's Plays von Lego Demo Spielen und Call of Duty. Wenn euch das noch nicht reicht, im März gibt's ein neues Let's Play von Battlefield Hardline. Das werde ich mal wieder durchspielen, weil Antea da kann das nicht ab. Oder sie kann schon ab, aber das sind meine Spiele, die ich spiele. Zum Beispiel Little Big Planet hat sie sich ausgesucht. Ich habe gesagt, nein, aber sie, Janik, ich will, hat sie es gemacht. Und jetzt spiele ich das schon selber. Ja, also ich spiele schon so Shooter-Games ab und zu, aber Janik ist ja doch dann ein Stück besser drin. Ich beherrsche ja auch Little Big Planet besser. Von daher soll er das mal lieber machen. Wenn ich das spiele, dann. Vielleicht hat sie bei Battlefield auch Gastauftritte. Da, das wird ein Video, da stirbt sie nur, glaube ich. Danke. Jetzt hier mal balancieren hier. Und ja, ich werde dann nach Little Big Planet auch mein nächstes Play starten, aber das verrate ich euch noch nicht. Ja, springen kann auch nicht. Aber ich glaube, es wird allen sehr gefallen. Oder Janik? Ja. So diese Sicht von oben, die Vogelperspektive ist auch schwieriger als gedacht. Der springt mal wieder nicht. Der Trollo. Warum kriege ich immer die schwierigen Level ab? Ja. Stell ich mich so an. Also nur Tasten drücken. Tasten drücken, das sieht man bei dir auch, wenn du da mit Oddsox fünfmal da. Oh. Wenn du da mit Oddsox da immer fünfmal da diese Piano-Tafel da rumklettern musst. Hat man ja gesehen im letzten Video. Ja, muss ich mir auch das mal einspielen. Das sind alles Tests. Du gehst immer da oben hoch. Wenigstens hast du es geschafft. Yippie. So, und jetzt? Jetzt bin ich hier am Ende und. Ach nee, hier ist ja wieder so eine. Hab ich jetzt schnell. Nö! Was sind das für eine Hüpfer-Dinger? Zerquetschen die dich? Ja, oder verbrennen mich. Wie diese Dinger. Ja, Alter. Das ist aber knapp. Aber diese Laufbänder zum Training ist immer was. Ja, vom Spielen vielen hat Janik richtige Pumperdaumen bekommen, ey. Richtige Champions beim Daumencatchen. So, dann geht's jetzt hier weiter. Ja, das wird ja was. Blub, 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 blub. Ja, und gleich abgesoffen. Nee, geschafft. So, was passiert jetzt? Eine Murmel. Eine Murmel fällt durch und schwebt über Sackgirl. Ja, da freut sie sich wieder wie so ein Hund. Wenn ihr immer noch keine Namen für uns habt, für unseren Sackgirl und Sackboy, dann schreibt es doch weiterhin in die Kommentare, wir würden uns freuen. In den Hochofen wirst du gekocht, bevor du den ersten
So, das Level hätten wir. Eine Murmel ist geschafft. Und weil jetzt noch ein bisschen Zeit ist, laufe ich hier noch mal ein bisschen rum. Weil ein komplettes Level schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann springe ich mal hier hoch. Und ziehen. Ja, jetzt bin ich durchgefallen. Tot. Uah. Einmal so durch so einen Klokanaldeckel. Was ist das hier für eine. Das ist der Mann von der Omi, Mensch. Ist wieder hoch hier. Jo, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Nein. So, jetzt haben wir hier eine Harfe. Geht's hier weiter. Ja, da können Sie mal lang klettern. Wieder der Preis, gib mir die Murmeln. Hau ab, du. So, jetzt mal hier runterrutschen. Nein, nicht, nein. Na, oh. Ich kann auch wieder hier aufspringen. Kann ich auch. Ne, da sind ja noch welche, ne? Das ist egal. Ist kompliziert. Ich verstehe es nicht mehr, seit die Kreativität geklaut wurde. Und da geht's noch nach oben, auf der anderen Seite. Fangen wir mal ein Stück nach oben. Dann gibt es weitere Sachen zum Einsammeln. Hier in der Ja, schon wieder der Mann von der Omi. Geh weg. Ich wäre schon wieder fast gesprungen, obwohl da noch was ist. Dann ziehen wir uns mal wieder runter. Wie so eine Klospülung. Einmal dran ziehen und weg ist es. Geh rein! So. Tut mir leid, ich bin. Oh. Kennt ihr das, wenn eure Finger knacken? Ist das nicht gerade gewesen? Ja, ich bin aus Versehen wieder hochgejumpt. Weil es mir nicht so langweilig werden soll, habe ich mal kurz das Pop-up Da warst du schon. Ich will nach unten. Ja, da warst du doch schon. Aber sammeln das ruhig mal ein. Ja, wie denn? Nach unten. Ist kompliziert. Kann ich nicht. Will er nicht. Will sie nicht. Im Labyrinth kann man sich verirren, aber wir verirren uns. Ja, ich muss erst Toggle werden. Das geht nicht so irre. Komm. Oben. Mensch, Inge. Das war's schon. Mit Einsammeln. Mehr gibt's nicht. Mehr kann ich Doch, erst guck woanders. mit Toggle machen. Guck noch woanders. Dann gehe ich jetzt mal hier. Da seht ihr nochmal die Murmel, die schöne. So. Von hier bin ich gekommen. Ja. Oder Freunde? Gut, das war's für die Folge. Wenn ihr Bock habt, dass wir mehrere Parts zusammenspielen, also wenn ihr unseren Kommentar mögt, dann schreibt das in die Kommentare. Wir werden dann darüber entscheiden, ob jeder einzeln spielen muss oder wir beide zusammen oder einer spielt und der andere nüllt ihnen die Ohren voll. Tja, hast du noch was zu sagen? Nur, dass wir uns gleich nochmal wiedersehen in dem Part, wo wir zu zweit spielen. Gut, das war Yannick. Und das war Anthea. Für Siskon, wir sehen uns. Willst du mich in den Tod schubsen? Herzlich willkommen bei unserem kleinen Special, was immer am Ende der Folge kommt. Jetzt springen wir da hoch und ich schieb dich. Das war's wieder, Freunde. Hat uns sehr gefallen. Yippie. Daumen hoch. Wenn ja, ihr könnt ja genau, ihr könnt bei Daumen hoch, wenn wir da schon mal sind, könnt ihr ja mal auch unsere Videos liken, wenn sie euch gefallen. Und bei Facebook nicht vergessen. Bis dann. Euer Yannick. Eure Anthea. Für Siskon.